Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vergleichsvideo bzw. Tipps und Tricks Video auf meinem Kanal. Im Hintergrund seht ihr ein kleines Black Ops 2 Gameplay mit der SMR und ja, eigentlich ist genau die SMR bzw. die Fall heute mein Thema. Also ich möchte die Waffen vergleichen, ihr habt ja neulich ein Gameplay mit der Fall von mir gesehen und irgendwie habe ich mir gedacht, zwei Einschusswaffen sind immer so eigentlich, die einen sind gut, aber dafür müssen die anderen irgendwie auf eine andere Art und Weise gut bzw. schlecht sein. Und ich möchte heute einfach mal ein paar Fakten darlegen, quasi welche Waffe jetzt im Endeffekt wirklich gut ist und für euch eigentlich am besten passen würde, wenn ihr jetzt ganz normal spielen würdet. So, und um da einzusteigen, würde ich einfach gleich mal sagen, der Unterschied zu Fall und SMR, ich sage ganz persönlich, mir gefällt die FAL besser, die FAL OSW heißt sie ja, die Fall sehr viel besser, obwohl, jetzt Achtung, vom Schaden her ist die Fall um einiges schlechter. Also die Fall kann für Kugeln, quasi wenn der an der Distanz und auf der Nähe steht, 55 Schaden bis 40 Schaden machen, quasi pro Kugel. Die SMR hingegen macht 59 bis 49 Schaden. Das heißt, es ist im Prinzip die SMR so gut wie fast immer, ja, zwei Schüsse und der Gegner ist down. Das sind immer solche Sachen, wo man sich denkt, okay, was passt einem besser zu einem selbst? Aber eigentlich wirklich so, der Schaden an sich ist um einiges besser. Da kommt nämlich auch noch zu der nächste Punkt. Eben die Distanz, wie weit der Gegner wegstehen kann, damit es noch ein Zwei-Schuss-Kill ist. Quasi so wie bei der SMR, wenn man sagt, okay, der steht da und ich mache jetzt klack, klack und treffe ihn beide Male, dass er down liegt. Bei der Fall ist es so, dass es bis 16,5 Meter geht und bei der SMR geht es um einiges weiter, 25,5 Meter. Also von dem her, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht die Fall doch schon mal einiges besser aus, oder? Und jetzt komme ich gleich zum nächsten Punkt, weil ich meine, ganz persönlich wirklich mag ich die Fall mehr, aber was ich hier eben an Daten sehe und eben gefunden habe, erschreckt mich doch einigermaßen und ich bin jetzt wirklich... Ich bin echt versucht, das Ganze nochmal auszuprobieren mit der SMR, nochmal erneut abzugehen in Call of Duty Black Ops 2. Jetzt kommen wir zum nächsten, was ich letztens bei meinem Fall-Tipps- und Tricks-Video gesagt habe, dass ihr eventuell, ja, Full-Automatik quasi den Feuermodus raufpackt und dadurch eventuell besser abgehen könnt. Jetzt müsst ihr aber, bitte passt auf, ich habe ja gesagt, die Fall, die braucht 16,5 Meter, dass es in zwei Schüssen der Gegner down ist. Wenn ihr aber Full Auto draufhaut, also Feuermodus, ja, könnt ihr nur mehr in bis 2,5 Meter innerhalb mit zwei Schüssen den Gegner down bringen. Das heißt, der Schaden wird extremst minimiert auf 2,5 Meter. Stellt euch das mal vor. Das ist im Prinzip nur ein Close, quasi wenn der um die Ecke kommt und ihr ihn dann erledigt. Das ist ein Close Quarter. Umbringerei. Bei der SMR reduziert sich das Ganze zum Glück nur auf 12,7 Meter, also die zwei Schüsse, fast so wie mit der Fall, als wenn man normal schießt. Der nächste Vorteil ist, wenn ihr natürlich jetzt überlegt, ihr habt eine, müsst schneller schießen, damit der Gegner down wird, weil er weiter weg ist. Ihr könnt aber natürlich nicht so weit reichen mit eurer Fall, weil sie weniger Schaden hat auf die große Distanz. Also, das ist ja eigentlich der erste wirkliche Vorteil der Fall, ist, dass sie, naja, eine höhere Feuerrate hat. Und wenn ihr einen schnellen Triggerfinger habt, also zum Beispiel jetzt auf PC bezogen, dann könnt ihr eigentlich ziemlich sicher sein, okay, ihr habt jetzt nicht den Arsch offen und müsst auch nicht irgendwie euch denken, scheiße, irgendwie schießt die langsam, sie hat schlechten Schaden, zumindest schlechteren als die SMR, die andere Singleschusswaffe, und sie wird durch Fullautomatik runtergenervt, sagen wir mal so. So. Wenn wir jetzt aber eben schauen, wenn wir jetzt keinen Feuermodus drauf tun, sondern einfach so ballern, könnte man eigentlich sagen, die Falle ist eigentlich besser, weil du kannst mehr Kugeln rauspratzen und dementsprechend auch den Gegner leichter treffen. Dann kommen wir nämlich auch gleich zum nächsten Punkt. Die Fall hat 25 Schüsse und die SMR hat 20 im Magazin. Das kann zeitweise wirklich über Leben und Tod entscheiden, wenn ihr jetzt überlegt, okay, da kommen jetzt, sagen wir mal, 5 Gegner auf einen zu und ihr könnt im Prinzip 4 Gegner ausschalten, könnte es wahrscheinlich sein, oder wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit, dass bei der SMR bei 5 Gegnern, beziehungsweise bei 4 bereits ausgeschalteten Gegnern, ja, das Magazin so leer ist, dass ihr im Prinzip, ja, teilweise auch sterben könntet. Das hat da die Fall den Vorteil eben, dass sie, ja, wie schon gesagt, 5 Schüsse mehr hat und das kann über Leben und Tod entscheiden. Natürlich ist die Sache, welche Waffe ist für einen selber besser, weil ihr müsst überlegen, die Fall ist meiner Meinung nach eher für die kleineren Distanzen, also für die, sagen wir mal, die Close Quarter One versus One Matches geeignet und die SMR, ja, eher für diese längere Distanz, obwohl, da kommen wir auch zu einem Negativpunkt, warum ich eigentlich anfänglich nicht so gut mit der SMR konnte. Ich meine, natürlich war ich sehr mit der Fall eingespielt, die sehr accurate ist, also sehr
Ihr könnt schießen, aber das verzieht recht wenig. Und die SMR im Vergleich dazu verzieht extrem. Natürlich kann man das Ganze ausgleichen, indem man dementsprechend mit der Hand so herumwedelt, dass man sagen kann, okay, irgendwie, ich habe das jetzt doch noch geschafft, die Waffe so auszutarieren, dass der Gegner auf größere Distanz noch down geht. Aber das sind solche Sachen, wenn man eher die Person ist, die mehr rusht oder ja, quasi eher in den näheren Bereichen ist, wo man sich denkt, okay, der Gegner kommt hier um die Ecke und ich muss ihn erledigen, dann würde ich eher die Valve empfehlen. Und wenn ihr eher so wie ich hier jetzt aktuell gerade sehr ein bisschen distanzbezogen seid, also quasi ihr seht hier, ich meine natürlich, ich bin hier kurz vor Nuklear und ich habe mir gedacht, zwei Nuklears hintereinander mit den Einzelschusswaffen könnten ja mal ganz was Nettes sein. Aber ja, schau dich mal den Fail an, der wird ziemlich geil und eigentlich ziemliche Sache, wo man sich dann denkt, what the fuck, wanna be kidding me? Und der Headshot war ziemlich nice, oder der Abschuss. Aber wie schon gesagt, die SMR ist auf längere Distanz, wie hier zum Beispiel, wenn ihr seht, diese Häuserdistanzen sind zwar schon länger als diese zwei Schuss, also zwei Hits und er ist tot, Reichweiten, weil das schon mehr als 25 Meter sind, eindeutig. Weil so ein, sagen wir mal so ein Dings da, so ein, der Panzer ist ungefähr 5-6 Meter lang, habe ich jetzt nicht genau geschaut, aber das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ihr zum Beispiel sagt, die halbe Zeit davon könnt ihr mit der Fall schießen und der Gegner ist mit zwei Schüssen down. Wenn ihr ein bisschen weiter weg steht, braucht ihr schon teilweise drei Schüsse und das ist schon sehr, sehr schwer. Ihr seht hier gleich, wie ich gleich echt ranzigst vor meiner Nuklear sterbe. Aber ich hoffe mal, dass euch der Vergleich hier gefallen hat. Achtung, passt auf. Achtung. Alter, was soll der Scheiß? Echt. Alter. Ja, Knife in die Luft, weil es sich gehört, weil das eine Frechheit war. Aber wie schon gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was habt ihr von dem Vergleich gehalten? Und in dem Sinn bin ich raus. Schreibt mir ein paar mehr Kommentare, Leute. Alter, see you ladies and gentlemen, bye.